BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Guten Abend, ich darf Sie alle zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen den FC Salzburg begrüßen. Ich begrüße unseren Trainer Peter Stöger und bitte Sie um Ihre Fragen. Bitte schön. Herr Stöger, hat Ihnen an diesem rabenschwarzen Abend für den BVB überhaupt etwas gefallen? Wenig. Wir sind so zu Beginn, 10 Minuten, eine Viertelstunde vielleicht, habe ich das Gefühl gehabt, okay, wir sind einigermaßen in Ordnung im Spiel. Ist dann halt weniger und weniger geworden. Das Tempo ist eben nicht hochgehalten worden. Dann wird es für den Gegner halt auch leichter und mit Vorteil des Spiels haben sie dann die Salzburger halt mehr darauf eingestellt, sind dann halt auch mutiger geworden, haben sich mehr zugetraut und dann phasenweise in der Endphase nochmal das Gefühl gehabt, dass wir was verändern wollen vom Ergebnis her, aber dazwischen war relativ viel Leerlauf und war man natürlich nicht zufrieden. Wir gehen einmal ganz nach hinten in die letzte Reihe, glaube ich. Herr Stöger, wie erklären Sie sich denn diese Leistung? Weil es geht ja in einem K.O.-Spiel um alles oder nichts, auch wenn es erst das Hinspiel war. Ja, das ist momentan jetzt auch ein wenig schwer für mich zu erklären. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, eine halbe Stunde nach dem Spiel, warum das Spiel dann am Ende dann doch so angenommen wurde. Aber wie gesagt, wir sind mit dem vom Aufwand her, was wir betrieben haben, auch von der Bewegung, vor allem im offensiven Bereich, das war sehr dürftig heute. Und da kann man ganz einfach eine gut organisierte Mannschaft, eine giftige Mannschaft, für die das halt vielleicht die Aufgabe des Jahres ist, die kann man dann auch nicht ausspielen. Kann man nicht darauf warten, dass Situationen aus wenig Arbeit entstehen, sondern muss halt den Aufwand dafür betreiben und das war halt dürftig. Mag daran liegen, weiß ich nicht, dass die Jungs in letzter Zeit relativ viele Spiele gehabt haben, dass sie nicht ganz frisch sind, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber zufriedenstellend war es nicht, ja. Bitte Jürgen Kors. Waren Sie denn grundsätzlich mit der Einstellung Ihrer Mannschaft zufrieden? Wie meinen Sie eine Einstellung? Mit der kämpferischen Einstellung, mit der Leidenschaft, mit der Intensität? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass wir uns nicht gewehrt hätten, aber es ist halt so, wenn du das Spiel so gefühlt ein bisschen kontrollierst, einmal so 15, 20, 25 Minuten, dann musst du trotzdem aktiv bleiben. Und das haben wir halt mehr und mehr verloren. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir nicht versuchen, in die Zweikämpfe zu gehen oder sonst was. Den Eindruck habe ich nicht gehabt. Ich muss auch sagen, auch vor allem in der ersten Halbzeit, auch im Defensivverbund schon das Gefühl gehabt, dass sie sich dagegen stellen, die Zweikämpfe, die Umschaltsituationen bis 2-3 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit war kaum etwas Gefährliches. Also das war schon okay, aber ich rede davon, dass wir auch, ich finde sogar vom Spiel hinten raus, über Schmelzer und über Castro, der ungewohnte Position gespielt, das war gar nicht so schlecht, aber dann in der nächsten Etappe war zu wenig, war wieder mal aus dem Zentrum heraus ein Pass zu viel zurück und nicht nach vorne in diese Etappen. Und da kann man dann sagen, wer trifft die falschen Entscheidungen, der den Ball nach vorne spielen wollte oder die Bewegung zu wenig, da greift dann eines ins andere und das war zu wenig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir nicht in die Zweikämpfe gegangen sind, dass man das nicht annehmen wollte, aber die Art und Weise, das Spiel fertig zu spielen, das war heute gegen so eine Mannschaft nicht gut genug. Gibt es weitere Fragen? Bitte. Es ist ja aber eigentlich, trotz aller Euphorie, die natürlich aufgrund eines derartigen fast historischen Erfolges in Österreich herrschen mag, aber noch nicht vorbei, oder? Es gibt Gott sei Dank ein zweites Spiel, ein Meisterschaftsspiel, das du verlierst, das kannst du nicht mehr reparieren. Hier haben wir zwar jetzt eine richtig schwere Aufgabe, aber logischerweise ausgeschieden sind wir noch lange nicht, das ist schon klar. Aber du musst halt anders präsentieren. Ich glaube nicht, dass irgendjemand überrascht war, dass die Salzburger gefährlich werden könnten. Also macht
das würde ich jetzt verneinen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwer überheblich oder sonst irgendwie in das Spiel reingegangen ist. Und wir wissen trotzdem, dass wir die Qualität haben, in Salzburg gewinnen zu können. Dann wird eine andere Vorstellung notwendig sein. Daniel Berg. Als Sie dann Tore brauchten, haben Sie auch Michy Batshuayi rausgenommen. Jetzt hat er sehr gut angefangen in Dortmund. Zuletzt war es ein bisschen schwieriger. Woran liegt es Ihrer Meinung nach? Ich finde, es ist ein normaler Prozess. Leider Gottes ist es so. Also wir haben ja auch zu Beginn gesagt, es war sehr wichtig, dass er gleich getroffen hat, um nicht weiter Diskussionen zu haben, was die Sturmgeschichte, die Stürmergeschichte betrifft, die uns ja die ganze Zeit begleitet hat. Deswegen war es wichtig. Wir haben auch gewusst, dass er ein Spieler ist, der im Strafraum Qualität hat zum Abschluss. Wir persönlich haben allerdings auch gewusst, dass er nicht jedes Spiel zwei Tore machen wird. Wir haben auch gewusst, dass er nicht einen Rhythmus hat, der über Phasik etwa alle drei Tage über 90 Minuten spielen wird. Also das ist für uns schon alles klar. Trotzdem kritisieren wir das, was wir nicht gut sehen. Für das eine oder andere gibt es halt logischerweise Erklärungen, aber wenn man da sitzt, muss man das sagen, was man sieht, und das, was man sieht, hat uns heute nicht so gut gefallen. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr, bedanke mich dann bei Ihnen, bedanke mich bei Peter Stöger und wünsche noch einen angenehmen Abend, soweit das möglich ist. Danke. Tschüss. Danke.